gemeint hat, natürlich auch mit dem Werk von Will Beck zu tun. There can be only one. Der Unterschied laut Wikipedia, der deutschen Wikipedia wohlgemerkt. Du Freak, du musst weg hier, du passt nicht zu uns. Das ist brutal. Aber es ist trotzdem schön. Ich werde wieder mal vermitteln. Gibt's beide teilweise recht. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Also wir begrüßen ja nie und sagen auch nie was, außer dem, was wir machen. Und hallo. Schönen guten Abend. Ich weiß gar nicht, was mich dazu veranlasst hat, mich auf eine künstlerische Darstellung der Welt einzulassen. Oder zu glauben, dass eine künstlerische Darstellung der Welt überhaupt möglich ist. Warum arbeitet der Mensch? Woher kommt es, dass er innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung einen bestimmten Platz einnimmt und bereit ist, an diesem Platz zu bleiben? Okay, ich bin raus. Er ist Künstler, natürlich. Als Schriftsteller hat man völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Man muss Künstler sein, wenn man die schönsten Frauen Vögel nimmt. Muss man Künstler sein. Oh, ich wäre auch gern Künstler. Ich muss ihn malen. Also ich spüre, dass ich das tun muss. Er verschließt sich auf eine Art vor der Welt und will das auch nicht wirklich wahrhaben. Die ganzen Umstände rundherum, das ist auch von manchen Leuten ein bisschen die Kritik an dem Roman, dass es eigentlich so in seiner abgeschlossenen Elfenbeinturm der Kunstsituation spielt. Ja, das ist doch ein wunderbares, das ist doch ein höchst interessantes Thema. Das ist ein menschliches Drama. Ja, aber in jedem Fall brauchen Sie, glaube ich, Romanfiguren, wie mir scheint. Wir analysieren die Gesellschaft, das System, vielleicht nicht so treffend wie Michel Houellebecq, aber versuchen dem auch entgegenzutreten und zu sagen, wir, auch wenn wir nur einen kleinen Teil ändern können, in den Arbeitssituationen der gegenwärtigen Gesellschaft, dann können wir doch etwas versuchen mitzugestalten. Begonnen hat es wie überall bei ganz vielen Themen eher auf lokaler oder auf kommunaler Ebene, wenn natürlich da der Druck, sage ich mal, was zu tun am größten ist. Angenommen, ich bin Sozialarbeiter. Ich habe im Ausland studiert, bin Sozialarbeiter. Will ich in Salzburg im Jugendamt arbeiten? Dann sagt man mir, das geht nicht. Es ist viel einfacher, zwei Zeugnisse nebeneinander zu legen, als jetzt von einem vierjährigen Studium zum Beispiel jetzt anzufangen, Inhalte nachzufragen oder zu überprüfen. Als Kinder hören wir immer wieder so sagen, lernen, das kann da niemand nehmen. Ja? Und der Staat kommt und sagt, das gilt nicht, das akzeptiere ich nicht. Ja. Es ist extremer Einschlag auf persönliche Würde. Ja, das ist hier mein Lieblingsterrain. Wenn ich jetzt noch weiß, da oben ist noch für mich der Ort, wo ausgebildet wird, musiziert wird, das ist ja unglaublich. Da bin ich ja im Traumland, ist das super. Man wusste nicht am Anfang, wie das funktionieren würde. Und ich glaube, das ist das Besondere in seiner Arbeit gewesen, dass man eben das am Anfang nicht in Beton gemeißelt hat, was es denn unbedingt werden soll, sondern dass man immer mit dem arbeitet, auch mit den Begegnungen arbeitet, die einem unterwegs passieren und die Leute so mit ins Boot holt. Und das ist eben halt gelungen. Ich glaube, das ist die Mischung von seiner schon wirklich einzigartigen Vorstellungskraft, die Fantasie, die der hatte, ja, die Assoziation, sich da was im Kopf zusammenzubauen und zu sagen, nee, das ist aber nicht nur im Kopf, das soll nicht nur im Kopf zusammengebaut sein, sondern es wird jetzt Wirklichkeit und dafür muss man handeln und so die Leute damit anzuzünden. Aber eben mit Kunst. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn und das ganze Bett fühlte sich an wie ein durchnässtes Badetuch. Ich saß kerzengerade, mein Herz raste und ich spürte an beiden Handgelenken,
wie mein Puls wütend gegen die Hauptschlagadern hämmerte. What you are, it's only gonna show you that mirror to your face. Maybe you'll fail to do the right thing. No one could blame the cause, but just to do it. Kaum war Sloterdijk aus der Sichtweite, übermannte mich pure Angst. Dieser Kerl kontrollierte mein Leben bis ins letzte Detail und ich hatte keine Ahnung, wie er das machte. Nach zwei endlos scheinenden Wochen brachten Beamte mich ohne Vorankündigung zum Landesgericht Feldkirch. Dort erklärte mir der zuständige Untersuchungsrichter, dass ich des Mordes an meinem Vater beschuldigt war. Der Angehaltene ist hochpsychotisch und leidet unter paranoider Schizophrenie. Sollte er die Tat begangen haben, war er zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig. Mein Anwalt grinste mich breit an. Er gab mir einen wuchtigen Schlag auf die Schulter. Herr Illigan, das sind gute Neuigkeiten. Sie sollten sich freuen. Und die Reduktion auf das Blatt Papier war der Auftrag. Und ich wollte ein Recherchesetting etablieren, wo wir gemeinsam und singulär arbeiten können. Das heißt, es geht um Formatsetzungen für zeitgenössische Kunst und es geht um Miteinander und Nebeneinander und Zueinander. Und gleichzeitig etwas zu produzieren, wo wir experimentieren können, was unsere Praktiken hinterfragt, was unser Tun hinterfragt, was uns in andere Kontexte bringt, weil das Papier andere Gesetzmäßigkeiten hat als die Choreografie. Gibt es da irgendwie surrealistische Spuren? Oh. Was ist ein Performance-Poster oder eine Choreografie auf Papier? Löschen. Es gibt choreografische Ansätze im Kreieren eines Papiers. Ich finde es nicht schwer, eigentlich auf einem Blatt Papier zu choreografieren. Aber was ich schwer finde, ist, das lesbar zu machen. Wissend, dass dieses Blatt Papier oder dieses Poster irgendwann einem Betrachter gegenübersteht. Drop it low, drop it low. Drop it low, drop it low. You in the striped shirt, you better put your hands up over your head with the beard and the blonde hair. Von 500 Songs, die am Einfall veröffentlicht man vielleicht 15 oder 20. Ja? Aber warum soll die kreative Arbeit von den 480 nicht genau gleich viel wert sein, wie die, die dann zu einem Produkt kommen? Und ich bin schon sehr stark der Meinung, dass das bestehende Copyright mit ein Grund dafür ist, dass sie im Wesentlichen in den letzten 20 Jahren keine neue revolutionäre Musikströmung entwickelt hat. Wenn man im Finanzkapitalismus sozusagen sieht, da kann man Geld generieren, dann wird halt alles probiert. Und einmal geht es durch und einmal geht es nicht durch. Die Leute, die zuerst total viel gestohlen haben, sind halt meistens Weiße, haben dann angefangen, sozusagen ihre Copyrights drauf zu tun. Wo dann Richter gesagt haben, naja, ihr könnt sich natürlich auf das beziehen, sofern es sich um eine kulturelle Äußerung handelt. Diese Richter haben dann gesagt, und das waren nicht Richter im tiefen Süden, Hip-Hop ist keine kulturelle Äußerung im Sinne dessen Teil der amerikanischen Kultur. Ist es möglich, diese Giganten zu durchbrechen, indem man eigene Verwertungs- und Nutzungsformen mit den bereits vorhandenen Maschinen entwickelt? Das Wichtigste ist eben ein bedingungsloses Grundeinkommen. I hope I don't make you blue, but I think I'm gonna kill myself. I think I'm gonna kill myself. Der DD ist Pop-Kritiker, Pop-Theoretiker, wird das Thema eher aus der Theorie Seite beleuchten und ich komme aus der Rockmusik, bin mehr praxisnahe. Es geht um die Toten der Popmusik. Die Untoten. Musik ist ja nicht blöd. Sie kann sich schon vorstellen, was für grausliche 80er Jahre Platten Jimi Hendrix oder Janis Joplin gemacht hätten. Also lieber vorher den Stecker rausziehen. Otto Rank, bekannt Freunds engster Vertrauer und Förderer, nannte das Motiv des Doppelgängers gar eine Versicherung gegen den Untergang des X. Hey, hey, look at me and tell me,
What's gonna happen to you when you've broken too many? Rein vom Pop-Standort Österreich aus betrachtet, war die Rettung des George Michael ein Versäumnis, weil der Pop-Standort Österreich hätte vom Verbleich eines Stars von einem solchen Kaliber viel mehr profitiert als von seinem Überleben, brutal gesagt. Da wäre der George Michael einfach ein kollateraler Schaden, den man heute in Kauf nehmen müsste. So leid es mir persönlich auch täte, wenn dieser gefühlvolle Mensch sein Careless Whispers nicht mehr in die Konzerthallen schmettern könnte. Eine super Ballade, zu der auch ich selbst schon unzählige Male geschmust habe. Ich tanz mit dir, du tanz mit mir. 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 Dankeschön. Ah! Also wir wenden bei den Menschen die sogenannte Elevationsmethode an. Das ist eine Methode, bei der die Menschen vollkommen auf sich selber konfrontiert werden, mit sich selber konfrontiert werden. Das ist für manche Leute ist das durchaus überraschend, was dann passiert. Für manche ist es schockierend, für wieder andere ist es aber auch total langweilig. Die zweite Station, in die wir unsere Besucher und Besucherinnen entlassen, ist unser beliebter Reflexionsraum, in dem unsere Gäste auf sich selbst zurückgeworfen werden. Aux abords de la gare. Ein deprimierender Vormittag voller Abschiede, Endzeit-Szenarien, keinen oder schlechten Sex. Im Sterben werden Sie, das ist sicher, recht ernüchtert sein, von poetischen Illusionen befreit. Sie werden die Kunst des Selbsthasses gründlich beherrschen, ganz automatisch. Sie versinken, scheinen sich noch einen Augenblick lang zu sträuben, ehe sie von sich überlagernden Pflanzenschichten erstickt werden. Dann wird alles ruhig und zurückbleiben nur sich im Wind wiegende Gräser. Die Vegetation trägt den endgültigen Sieg davon. Was dann kommt, das weiß keiner. Dieses Lied trägt den Namen Gib deinem Leben keinen Sinn. Nur ohne Zwang noch der Gewinn. Ohne Ziel und ohne Zweck, zieh dieser Zeit die Beine weg. Ohne Ziel und ohne Zwang, zieh dieser Zeit die Ohren lang. Wir machen jetzt das Beste draus von dieser Zeit. Ins Krankenhaus. Krankenhaus.